Darin spricht er über Selbstzweifel während seiner Karriere und die Idole seiner Kindheit. Michael Schumacher sorgt mal wieder weltweit für Schlagzeilen. Italienische, englische, amerikanische und sogar australische Medien berichten über das letzte Interview, das der Formel-1-Rekordweltmeister vor seinem tragischen Skiunfall am 29. Dezember 2013 gegeben hat. Darin spricht Schumacher über seinen emotionalsten Sieg ganz klar, Suzuka 2000. Die Idole seiner Kindheit, mein größtes Vorbild war Toni Schumacher, er war ein großartiger Fußballer und den Gegner. Den er auf dem Weg zu seinen 7 WM-Titeln am meisten geschätzt hat, mit Mika Häkkinen hatte ich harte Kämpfe auf der Strecke, aber unsere persönliche Beziehung war immer okay. Aufgezeichnet wurde das 10 Fragen umfassende Video-Interview, das auf der offiziellen Homepage abzurufen ist, am 30. Oktober 2013, also gut 2 Monate vor Schumachers Sturz auf einen Stein, bei dem er sich ein Schädel-Hirn-Trauma zuzog und lange im Koma lag. Allerdings wurde es nicht erst jetzt publiziert. Es ist bereits seit 4 Jahren online abrufbar. Wie Schumachers Managerin Sabine Kehm auf Nachfrage mitteilte, wurde der Film 2014 veröffentlicht. Damals wurde die Homepage des siebenmaligen Weltmeisters komplett umgebaut und neu gestaltet. Zu den Neuerungen gehörte damals auch das Video-Interview, das nun, 4 Jahre später, für großes Aufsehen sorgt. Denn es mag nicht neu sein. Aufschlussreich ist es allemal. Hamilton jagt Schumacher. Schumacher spricht zum Beispiel auch über die Selbstzweifel, die ihn während seiner Karriere begleiteten. Rekorde sind die eine Sache, aber Zweifel sind genauso wichtig. Sich zu hinterfragen. Ich hatte immer das Gefühl, an mir arbeiten zu müssen, nicht gut genug zu sein. Das hat mich geprägt und der Rennfahrer werden lassen, der ich war. Mit 91 Grand Prix-Siegen ist Schumacher bis heute der erfolgreichste Rennfahrer der Formel-1-Geschichte. Einzig Lewis Hamilton, 72 Siege, scheint ihm derzeit gefährlich werden zu können. Beim großen Preis von Abu Dhabi am Sonntag, 14.10 Uhr, wird der Mercedes-Pilot offiziell zum 5. Mal Weltmeister. Rechnerisch ist er es schon seit einigen Wochen. Der 49 Jahre alte Schumacher erholt sich in der Schweiz von den Folgen seines Skiunfalls vor fast 5 Jahren. Begleitet und unterstützt wird er dabei von seiner Familie und engen Freunden wie seinem ehemaligen Teamchef Jean Todt. Der Franzose besucht die Schumachers nach eigenen Angaben mindestens 2 Mal im Monat.